Sag mal. Ja, fass das einfach so an. Oh ja, geil. War das Realtime 2 Minuten? Das wäre cool. Aha. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. I'm only taking good news today. Otherwise, let me eat. Up to you. Thought you'd like to know. Oh, come on. He called 911 after just a mile. Oi. I'm just gonna hole up in my room and cry, if that's okay with you. I can't imagine that. He asked me to give you a message. Here it is. He says to... This is a swear word, and you don't need to hear it. Nicole, at this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. Okay, also war das ein Befehl? Da gehe ich nie wieder rein. Okay, wir müssen hoch. Wie komme ich am schnellsten hier raus? Eigentlich nochmal über den Diving Room und dann bin ich ja direkt oben. Hier. Aber so schlimm sieht das doch gar nicht aus. Ach komm, man kann sogar raus. Kann ich hier raus? Nur mal testen. Gut, alles klar. Ich gucke mich gerade einfach ein bisschen um, damit ich so grob den Gebäude... den Gebäudeumriss ein bisschen... Wie ist das? Gebäuderiss? Gebäuderiss, Inneres, Außenriss. Ich weiß nicht, mir fällt das Wort nicht ein. schön. Wir sollen hochgehen. First Floor. Gut. Hier bricht die halbe Wand auseinander, das kennen wir schon. Eine kleine Sitzecke zum Champagner trinken. Müsst ja noch irgendwo hochgehen. Wo ist noch eine... ich glaube ich... Hier, genau. Hier ging es noch hoch. Alter! Habt ihr das gerade gehört? Wieso ist das so ruhig? Oh, Entschuldigung, ich muss noch mal kurz husten. So, bin wieder da. Was war das? Ihr habt es doch auch gehört. Das klang, als ob einer... Nee. Doch. Warte mal. Sorry, ich muss das jetzt gerade gucken. Ich höre irgendwelche Geräusche. Nee.
Habe ich mich so verhört? Ich muss mich so hart verhört haben. Ich habe gedacht, ich kann klingeln. Kennt ihr die Leute? Die so ganz penetrant immer da drauf drücken. Ding, 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 ding. Diese Penner. Alter, ich höre immer. Ich höre immer irgendwas. Boah, der Wolf hat mich gerade voll erschrocken. Second Floor. Da, ich habe schon wieder was gehört. Oder sind wir das? Als ob da ein kleines Kind lachen würde, oder? Oder das sind einfach die alten Stufen. Wo kommen wir denn hier hin? Raum und Museum. Cool. Jetzt habt ihr es aber gehört. Warum kommt jetzt so eine Musik? Ich würde sagen, wir schauen uns mal das Museum an, um auf andere Gedanken zu kommen, hä? Ja, ein tolles Museum. Ja, Ureinwohner, die hier oben gewohnt haben, gelebt haben. Boah, cool. Das ist schon geil. Staubmagnet. Boah, ja, wenn der da hängt, überleg mal, der hängt da wirklich so ein Jahr lang. Und du haust einmal gegen. Ist alles vorbei. Montana-Indianer-Reservat. Schon krass eigentlich, ne? Dass die... Wie heißt das? Indigene... Bevölkerung... so weit verdrängt worden ist, dass sie nur noch bestimmte Reservate für sich haben. Ist das nicht rassistisch eigentlich? Ist das nicht Ausgrenzung? Ausgrenzung und Begrenzung? Von einer Minderheit? Cool. Fälschung. Sehe ich sofort. Staff only. Oh, ich bin ja im zweiten Stock. Und hier ist eine Taschenlampe. Und es gibt... Putzplan. Und es gibt eine Taste für Taschenlampe. Also wir wissen schon mal, wo die Taschenlampe liegt und wir wissen, wo die Polaroid-Kamera liegt. Das ist gut. Das erleichtert uns vielleicht, Lucky Stars, das erleichtert uns eventuell später die Suche. Dann finden wir da direkt hin. Also müssen wir uns merken, die Taschenlampe ist im zweiten Stock. Da war ein kleines Museum. Die Taschenlampe ist im zweiten Stock. Da ist doch wer. Sag mal. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich hab so ein bisschen. Ich hab so ein bisschen Schiss.
Exit. Ah. Jetzt sind wir wieder hier. Gut, dann gehen wir mal den Weg zurück. Und gucken mal da hinten weiter. Alter, ey. Das ist doch... Diese Geräusche sind doch nicht... Sind doch nicht normal. Ey, ich krieg's hier an... Ich krieg's hier an die Psyche, ne? Ich hab Schimmel. Toll. There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage too. Yeah. Alter, wieso erwähnt sie nicht, dass Geräusche gehört werden? Oder hab ich Hallus? Alter. From what I can see, I can't rule out serious damage. Refurbishment was scheduled, but they never finished. Was, Alter? Nein! Und wieso ist die schöne Musik weg? Gut. Den Schwamm haben wir jetzt angefasst. Wir müssen sofort ein Altar. Alter. Was sind das für Zeichen? Ich mag in der jetzigen Situation solche Sachen nicht finden. Überhaupt nicht. Checkliste. Ja. Putzfrauen. Alter. Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years. Anyway, the west wing is pretty run down after all this time with no windows. Hello? Are you there? You always have an answer to everything. What do you mean? Du weißt zu viel. I've joked about it, but it's not funny anymore. I don't understand, Nicole. You know how to turn on the furnace. You know where to find food, and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotels. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Is something wrong? How should I have known that, huh? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What difference does it make? None. I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I better keep doing the inspection. Sie hat noch immer nichts von den Geräuschen gesagt, die wir da hören. Als ob einer Möbel rücken würde. Oh mein Gott, ein ganz langer Gang. Ich will nicht. Wir haben keine To-Do-Liste mehr.
Die schöne Musik ist weg. Boah, hier zieht's. Oh ja, Fenster sind ja auch kaputt. Mag Bücher nicht finden. Alter! Ich komm. Alter, ich. Ja, wie denn? Ich hab grad Gänsehaut. Alter, was ist hier los? Muss ich. Schon wieder was gehört, sag mal. Ja. Hallo? Who is this? Alter. Wir tun mal so, als hätten wir nichts verstanden. What? What did you say? Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Das ist vielleicht nicht so gut. You're gonna pay for this lame-ass joke. I have a phone, a cell phone. I'm talking with FEMA and I'm gonna get them to call the sheriff. Rachel ist immer noch hier. Sie hat sich ja umgebracht. Grund wissen wir zwar bisher noch nicht. Rachel ist immer noch hier. You pissed at me? I don't have time to rehash my past with you. I've got a different problem. Someone just called the hotel. What? Who? Keine Ahnung. It was a bad connection. What did they want? They said, Rachel is alive. Don't sell the hotel. Idiot. There's something else that doesn't make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check. I didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. What do you mean? Sounds creepy. That girl's death. Rachel. It was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, the genius astrophysicist, and Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. Oh Gott, Alter. Diese scheiß Tageskatz. Schon das dritte Mal habe ich mich erschrocken. Mein Gott. Hey, Cutie Pie. Daddy? Nicole, it's Irving. Oh. Sorry. Waren etwa Schlaftabletten in dem Boden? Ich habe seit nicht mehr geschlafen. I must have fallen asleep. I haven't slept like that since I was a kid. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? Keine Ahnung. I don't remember. Okay. I need you to pay attention though. Should I worry?
The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Das Licht ist seltsam. Actually, the lights are acting a little weird. I was afraid of that. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We gotta do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. Wo ist der Haken? Too easy. Where's the hitch? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But? The garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. All right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if he left anything you can use for lighting. On my way. Okay, Abstellkammer meines Vaters. Hier bestimmt nicht. Polaroid kann ich mitholen. Any news? I found a Polaroid. Family photo? Anything important? No, I mean a camera. Looks like it works. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of using the flash for lighting. Oh, smart. You can try. I wonder who this belonged to. Leonard, maybe? Some client probably left it. You can't imagine what people leave in hotels. Oh, I could tell you about the rubber friend that Mr. Rochford's widow left here in 82. Mayor Linden's kids and I used it as a miniature Indian totem pole for the whole summer. It was a huge scandal. Oh, Jesus. Das glaube ich. Oh, yep. Anyway, the Polaroid's better than nothing. The light from the flash could come in handy. Okay, wir sollen jetzt die Polaroid-Kamera... Oh nein. Ich finde das voll gruselig. Oh nein. muss ich das machen? Kann ich nicht einfach hier drinnen warten? Naja, noch brauchen wir nicht. Boah, ist das gruselig. Boah, ich will... Wo ist die Taschenlampe? Wir haben doch eine Taschenlampe gefunden. Die war am zweiten Stock. Ganz, ganz links. Treppe, da. Ich weiß, dass hier oben eine Taschenlampe war. Verdammt nochmal. Das weiß ich. Links. Ich hoffe, man sieht das. Also ich hoffe, es ist genug Licht, um die Sachen zu erkennen. Ich weiß nämlich nicht, wie weit YouTube vielleicht die Helligkeit oder so runterschraubt. Hey. Okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is. What a professional tone. Yeah, I use it when I want to make a good impression. You're the only human being I can interact with while I'm hostage here. Whatever you say will impress me. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Hier war doch... Nee. Hier war die Taschenlampe, genau. Ja. Nice. Ach du Scheiße.
Das ist so eine Taschenlampe, da drückst du rauf. Dann dreht sich da irgendeine Spule. Und dann erzeugt die für kurze Zeit so ein Licht. Und genau das muss ich machen. Ich muss die Maus klicken. Ach. Pff. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Dass ich die Zwischendecke vom Personalbüro im ersten Stock aus betreten muss. Okay. Okay. Runter. Alter! Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass ihr das nicht gehört habt. Taschenlampe? Ich will meine Taschenlampe! Oh Gott! Alter, ist das gruselig. Wenn gleich irgendwas vor mir auftaucht, ne? Leute, ich schreie euch die Ohren zusammen. Oh mein Gott. Wo bin ich denn hier gelandet? Ach du Scheiße, wir sind jetzt... Ist das der Ballroom? Personalbereich. Okay, ich... Nein, nein, nein. Alter, die bringt halt gar nichts, ne? Ist das der Ballraum? Klar, hier so übelster Partyraum hier. Hier ist eine Theke. Da hinten, guck mal. Geht's auch noch rein. Ah, warte mal, hier können wir uns neu orientieren. Erster Stock. Da müssen wir hin. So. Ohne Scheiß, ne? Wenn sich das hier entwickelt... Was? Ach, broken. Wenn sich... Wenn sich das hier entwickelt zu einem Geisterspiel, ne? Dann bin ich raus, ne? Das ist euch klar. Ich war definitiv nicht... Ich war definitiv nicht gefasst... ...auf einen Geisterspiel... Wir sind jetzt... Genau, wir schauen jetzt auf die Master Suite. Dass ich die Zwischendecke
vom Personalbereich im ersten Stock aus betreten muss. Ich bin im ersten Stock. Wo ist der Personalbereich? Das ist unten. Das ist ganz unten. So. Das ist Erdgeschoss. Und das ist der erste Stock, wo wir uns gerade befinden. Da hinten geht's zum Museum. Müssen wir hier rüber? Overclock? Alter, ich hab so Schiss, ne? Ach, das ist der Overclock. Alter, hab ich mich erschrocken. Alter. Wuhu. Hä, ich raff das irgendwie nicht. Wir sind jetzt im Diving Room. So. Entweder bin ich zu blöd. Entweder bin ich zu blöd. Oder ich habe gerade einen krassen Denkfehler. Bisschen Schiss habe ich schon, ne? Muss ich schon sagen. Ne, das ist der Kühlraum. Dad's Office. Hier muss ich doch rein, oder? Ah! Das ist die Zwischendecke. Das ist aber auch kompliziert. Oder? Ja, doch. Ja. Okay. Alter, ist das gruselig, ne?